Am Morgen des 11. September dringen 19 Flugzeugentführer mit Teppichmessern unter Leitung von Osama bin Laden und völlig unbehelligt von der Luftabwehr in den sichersten Luftraum der Welt ein. Mit zwei entführten Flugzeugen bringen sie gleich drei Gebäude zum Einsturz. Eine Stunde später rast in Washington eine Boeing 757 in einem aberwitzigen 270-Grad-Flugmanöver ins Pentagon. Und zwar genau in die Gebäudeecke, wo die Finanzabteilung gerade versucht herauszufinden, wo 2,3 Billionen Dollar aus dem Rüstungsetat abgeblieben sind. Noch am selben Tag wird der Reisepass eines der Terroristen im Schutt des World Trade Center gefunden. This conference here in the city that a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Ein weiterer Attentäter hinterlässt in einem Koffer, der als einziges Gepäckstück nicht an Bord geladen wird, eine Bedienungsanleitung zum Fliegen einer Boeing 757, seinen Reisepass, sein Testament und Informationen über alle anderen 17 Hijacker. Schon zwei Tage nach den Anschlägen präsentiert das FBI eine komplette Liste der Attentäter. Weil 15 der 19 Terroristen aus Saudi-Arabien stammen, erobert die US-Armee Afghanistan, dann den Irak. Oberschurke bin Laden wird erst im Mai 2011, fast 10 Jahre nach den Anschlägen, von einer US-Spezialeinheit erschossen und gleich im Meer versenkt. Treffer. Versenkt. Letzte Bilder des Terroristen. Ein nicht erkennbarer alter Mann zappt sich durch die Kanäle. Das soll bin Laden sein, sagt die US-Regierung. Wie? Sie glauben das alles nicht?